Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3. So. Jo. Da sind wir wieder. So, ich muss noch mal kurz in die Kommentare hier reinsehen. So, da habe ich wieder einen Tipp bekommen vom... aufmerksame Zuschauer werden es ja sicherlich gesehen haben in den Kommentaren. Der Raphael N. ist wieder da. So, er hat geschrieben, die Frage ist, ob du nicht die zweite Stufe Bogen lernen willst. Die Voraussetzung müsstest du bereits haben. Daher wären das nicht viele Lernpunkte. Und benutzen tust du ihn ja doch recht häufig. Dann würde sich der Schaden stark steigern. Zwei Klingenkampf ist natürlich auch sehr cool. Oh Mann. Ja, ein bisschen Husten ist noch. Ein ganz bisschen. Ja, cool. Und den kannst du aber nicht in Braga, sondern in Erei ab Stufe 75 lernen. Jo, da waren wir ja schon. Er würde mir das Ding auch beibringen, würde mit den zwei Schwertern. Das Problem ist, ich brauche aber als Voraussetzung starker... Nee, was war das? Schwertkämpfer oder starker Schwertkämpfer? So, wie standen wir jetzt eigentlich da? Wir haben Lernpunkt der 4. Wieso haben wir 4? Wir hatten doch letztens noch 9. Hä? Nee, Quatsch. Wir kriegen ja im nächsten Mal hier 11 wieder dazu. Haben wir 15. Jo, ich würde aber nach wie vor... So blöd auch klingt, tatsächlich weiter in altes Wissen investieren. Denn ich habe gelesen, ich habe da mal so einen Guide gefunden. Da wurde, halt schon mal gesagt, keine Ahnung. Da wurde geschrieben, also wir gehen erstmal nach dem Mora, dass die Mana-Regeneration ab 200 statt 250 einsetzt. Ich weiß nicht, ob die ganzen Mods hier da irgendwas dran geändert haben. Ich hoffe mal nicht, aber wenn es bei 200 ist, ich meine... Allzu weit ist der Weg ja nicht mehr, sagen wir mal so. So, und wenn wir dann die Mana-Regeneration haben, dann können wir vielleicht mal über zwei Klingenkampf hier nachdenken. So, den Pilz nehme ich mit. So, nee, wir hatten jetzt einen Auftrag hier mit dem, so, wo waren wir hier? So, Karl will seine Magie zurück, kann er vergessen. Ja, und wir haben ja in der letzten Folge auch den Kurt und die ganze Bande dort ausgeräuchert. So, war erschreckend einfach, Leute. Ich hätte es mir nicht so einfach vorgestellt. Ich sag noch vorher, das schaffen wir nicht. Und was war es? Hat mich ein Lächeln gekostet. So. Ja. Ja, und wir haben, ohne es zu wissen, ich renne ja da durch und drücke immer den Quicklot durch, wenn ich durchrenne. Und krieg nicht damit, dass ich von dem Kurtor den Feuerkelch einsammle. So, also ich habe ihn. Definitiv. Ich habe nochmal in die Aufnahme reingesehen. So, dann haben wir bloß noch das Ding hier. Rebellen haben die Pacht von Farmons. Das hatten wir jetzt schon gemacht hier, dass der uns sagt, wer das war, oder? Hengle. Genau, den Namen haben wir. So. Schwänzelschwert. Paladinschwert. 2000 Mark. So, wir gehen nach Nimora. So. Also rein theoretischerweise... Vom Queststand her können wir eigentlich die Rebellen komplett vernichten für die Orks. Ist machbar. So. Aber wir haben auch noch eine andere Aufgabe, beziehungsweise ein anderes Steckenpferd. Das wäre... Gotha. Gotha und Faring. Wir wollen erst Gotha und Faring komplett machen, bevor wir hier die Rebellen vernichten. Weil wir brauchen ja 75, um zu den Khan vorgelassen zu werden. So, 75 ruft bei den Orks. Wir haben 35. Genau. Das heißt, wir brauchen nur 40. Das heißt, wir müssen wirklich jeden Scheiß hier machen. Ich habe auch einen Guide gefunden, in dem Guide stand auch drin, welche, was kann denn schon groß passieren? Welche Ork-Quests ich machen muss. Wie gesagt, ich glaube, ihr habt schon mal gesagt,
letzten Folgen, aber ich weiß es nicht mehr. Nö. Okay. Dann reden wir, machen wir die Geschichte jetzt erstmal hier durch. Mit dem dreisten Dieb hier, den wir natürlich töten werden. So, guck mal hier. Der Bauer Pharmon behauptet, du hättest seinen Hof überfallen. Was? Ich weiß von nichts. Ein feiner Rebell bist du. Anstatt Orks zu bekämpfen, beklaust du harmlose Bauern. Psst, nicht so laut. Hier, dieses Gold habe ich Pharmon abgenommen. Du kannst es haben. Dann nehme Wenn ich. der Boss das mitbekommt, wirft er mich den Orks zum Fraß vor. Ja, wenn der Boss das mitbekommen würde. Bevor ich dich jetzt ans Messer liefere, Zeig mir deine. hast du hier irgendwas Interessantes für mich? Was ist das denn eigentlich? 55, die stärkste Rüstung, die du mir verkaufst, ist wirklich schwächer als meine Crawler-Plattenrüstung. Den Wein nehme ich auf jeden Fall noch mit. Und die Pfeile. Weil ich glaube, das Inventar, das kann ich ihm dann nicht abnehmen, wenn er tot ist. So. Du hast noch nicht mal Gold. So. Jetzt hast du Gold. So, zu dem Wein sage ich nicht nein. Werden wir den Kerl jetzt erstmal verpetzen und dann verprügeln. Dreles greifen wir natürlich nicht an, ist ja wohl logisch. So. Und für die Neuen auf dem Kanal mal nur ganz kurze Info mit am Rande. Wer jetzt von mir in Gothic 3 Let's Play sehen möchte, in dem ich nicht für Belial kämpfe, also in dem ich den normalen Gang mache, hier für Rebellen und so weiter. So, mein erstes Gothic 3 Let's Play ist auf dem Kanal. Habe ich ja schon mal gemacht. So, deswegen machen wir das ja hier so, wie wir es machen. So. Warte, warte, warte. Bayern. Bevor wir irgendwas Falsches sagen, guck mal hier. Der Rebell Charles beim Tempel von Treles braucht Verstärkung. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie den Orks ins Knie treten. Hengle überfällt harmlose Bauern, um sich selbst zu bereichern. Jetzt ist Schluss. Ich schmeiß den Typen raus aus meinem Lager. Ja. Ich habe das Schwein schon viel zu lange gewähren lassen. Das Ja. hast du gut gemacht. Halt die Ohren weiter offen, ja? Hier hast du deine Belohnung. Jo. Was? Wie kann ich helfen? Du könntest deine Kampfkraft für uns einsetzen. Ich schlage vor, du fragst erst noch die anderen. Ah, nö, nö, Verstehe. nein. Nein, nein, nein. Wie gesagt, der bei Montera, der hat ja schon rumgemeckert, dass ich dort Okara geholfen habe, um mehr Leute zu kriegen. Und der von Trelis, der wird dann mir wahrscheinlich auch da irgendwie krumm kommen. So, mein Freund. Er läuft ja nämlich schon raus hier. Guckt euch das an. Geh weg. Du bist jetzt ein Ausgestoßener von mir. Für mich. Von nun an kannst du nicht mehr mit meiner Unterstützung rechnen. Man muss eben aufpassen, was man so Oh. erzählt. Ich hoffe, der rennt da draußen nicht vor die Wölfe. Ich hoffe, der geht nicht vor die Einige Dinge Hunde. werden sich niemals Bevor ändern. ich die Chance dazu habe, ihn vor die Hunde gehen zu lassen. So. Lauf, 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 lauf. Der Tod wartet hinter dir. Guck mal hier. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße. So, die Frage ist, was machen wir als nächstes? Stimmt, wir gehen nach Gelder danach. Mit dem Laris, da müssen wir ja noch was machen. Da war ja noch was. Jo. Orks verprügeln werden wir aber nicht für ihn. So. Okay. Sei weit genug weg. Lass mich bloß in Ruhe, du Verräter. Die Rebellen haben mich aus Nemora verbannt. Tja. Und du gehst mir besser aus dem Weg. Jo, machen wir. Oh, hey, was machst du? Oh, jetzt bist du dran. So. Habt ihr das gesehen? Nö. So. Knüppel, Wasserheilpflanze und schwarzen Rober habe ich erhalten. So. Keine Ahnung, ob wir den noch irgendwie gebraucht hätten. Halt! Irgendwer bringt unsere Leute um. Nö. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Mach das. Mach das. Ja, guck genau hin. Guck genau hin. Sieh ihn dir an. Sieh in das Gesicht deines Feindes. Ja, wir wollen ihn nicht knutschen oder so. Keine Angst. So, guck mal hier. Magie-Scheiße. Magie-Scheiße. Du weißt nicht, wie ich heiße, du weißt, dass ich habe Magie-Scheiße. Ja, hier. So. Was ist der ja?
Geht das um bloß mir so? Oder sind die Frauenfiguren hier in Gothic 3 wirklich alle hässlich? Ja. Also in der Engine hier. Hä, wo ist der Russel hin? Hier. Irgendjemand bringt deine Leute um. Ich würde mal hier mich umsehen. Am besten du hältst dich da raus, genau. So, wir gehen jetzt mal nach Geldern. Wo ist Geldern? Haben sie abgerissen? Nein. Wo ist Geldern hier, die. Nee, das ist Geldern, die Milchflasche. Ja. Milch. Milchkühe. So. Junge. Dares. So. Was mussten wir hier eigentlich noch machen? So, Orkschamane, Grog will alle Feuerkelche. Soll er kriegen. Die sieben Ringe der Alchemisten, Helden des Paladins, keine Ahnung. Der war hier irgendwo hinter, war das nicht hier, wo die. Oder in irgendeinem Keller? Oder lag der hier irgendwo rum? Ich weiß es nicht mehr. Das ist. Ich bilde mir ein, der war hier unten drin. War der hier unten drin? Können wir hier rein? Mach'em auf! Kannst du die Tür wieder zumachen? Nee. Liebeskunst. Halt! Mehr nehmen wir nicht mit, nicht, dass die uns hier auf die Schnauze hauen. Das war ja eigentlich kurz vor 12, dass die uns hier angreifen, wenn ich hier mehr Sachen mitnehme. Deswegen gehen wir mal hier vor ein Tor, weil das sind ja meistens die Torwachen, die uns darauf dann ansprechen. Jo, hast du irgendein Problem Mach mit mir? Nicht noch mehr. Wir reden später, ich rede überhaupt nicht mit dir. Warum sollte ich das tun? So, Laris? Laris, wo stehst du denn hier rum? Hey, stehen bleiben! So. Na, hast du deine Augen und Ohren offen gehalten? Das kannst du aber laut sagen. Bei einem Bier im Wirtshaus hat Samuel etwas zu tief ins Glas geschaut. Ich konnte ihn bei einem Gespräch belauschen. Er ist gar nicht mehr hier. Rix hat definitiv etwas zu verbergen. Samuel hat da gewisse Andeutungen gemacht. Er ist Rix. Sprich ihn bloß nicht drauf an. Ist das etwa alles? Laris wurde beklaut. Wer ist denn bitte schon Rix? Ich habe noch niemanden gesehen, der Rix heißt. Oben vielleicht? Ja, nicht durchs Geländer gehen, das funktioniert nicht. So. Ist hier jemand? Hallo? Steht Wein, das ist doch Wein, oder? Ja, wie gesagt, mit der Klauerei hier, das ist eben. Das ist doof. Ich weiß nicht, wie wir stehen hier mit der Klauerei. Da müsste es wirklich eine Anzeige geben oder sowas. Jo. Wer da irgendwie mir weiterhelfen kann. Wegen der Klauerei, ob ich hier noch Sachen klauen kann oder nicht. Genau mit diesen Alchemistenringen, die lagen hier irgendwo auf den Pulten mit rum. Jo. Helm des ersten Paladins, wollte den nicht jemand haben? Jo. Warte mal, Helm. Irgendjemand hat mir das gesagt mit dem Helm. Ich habe mitgekriegt, dass der Helm des Paladins verschwunden ist. Jo. Was du nicht alles mitkriegst. Ich würde demjenigen, der ihn gestohlen hat, 2000 Goldmünzen dafür zahlen. Können wir versuchen, ihn aufzusetzen? Aber das Ding ist hässlich. Es passt nicht zu meiner super wunderschicken Minecrawler-Rüstung. Es sei denn. Ja. Das ist eine Mischung, eh? Paladin-Helm und Minecrawler-Platten-Rüstung. Wie viel gibt er mir? Wie viel Rüstung? Ja. Seit dieser Zeit hat sich der typische Paladin stark weiterentwickelt. Ein begabtes Sammlerstück. So, das Sammlerstück lassen wir natürlich angezogen. Vorerst. Rix. Kneipe. Irgendwas mit Kneipe war. Hier gibt es die Kneipe? Wo gibt es denn eine Kneipe? Hä? Ich habe noch keine Kneipe gefunden. Rix! Hallo! Sollen wir den mal auf die Mappe hauen? Rix. Der war nicht so. Nee. Du bist Mirzo.
No, Rix. Der war nicht zufällig hier einer von den Arena-Kämpfern, oder? Halt doch mal das Bild still, Mann. Dimitar. Gembor. Kodak? Aranak, was? Nee, lassen wir mal liegen. Verdammter Rebell? Nee, was? Kuckuck. Wir kriegen beide noch Ärger. Nö, du kriegst den Ärger. So. Brix, wo ist Brix? Junge, Junge, Junge. Ja, wenn wir den gefunden haben, was machen wir mit dem? Brix. Bist du Brix? Nö. Ich kenne die ganzen Bude hier leer räumen, ehrlich. Oder war Brix ein Ork? Moment mal. Ist Brix ein Ork? Suche nach Brix. Ich will die ganze Folge nach diesem blöden Brix suchen, Mann. So. Achso, dem kann man vielleicht sagen, dass hier der Dings tot ist. Der Droide, den hat irgendjemand gemeuchelt. Der gottlose Söldner Ivan ist tot. Ich fand ihn im Norden mit einem üblen Haufen Banditen. Ich hatte schon darüber nachgedacht, mit ihm gemeinsam eine Revolte zu planen. Innos sei Dank, dass ich es unterlassen habe. Das jo. Schwein wäre uns glatt in den Rücken gefallen. Jo. Hier, nimm ein paar Tränke. Ich könnte jetzt auch einen Schluck vertragen auf den Schock. Jo, was muss ich tun? Nee. So. Alchemistenring. Wenn ich den jetzt nehme, willst du mich da verbrennen oder nicht? So, wir probieren das mal. Notfalls müssen wir neu laden. Alter Alchemistenring. Okay. Da sage ich nicht nein. So. Wie gesagt, ich will nicht. Ich weiß nicht, ob die da auch mit reinzählen. So, Brix, wo ist Brix? Hier oben in der Schlafkammer war ich schon in der 18, oder? So. Laris. Du bist Brix? Nee. Du bist höchstens Brixi. War ja auch ein Alchemistenring. Der war noch nicht mal ein Buchständer. So, lagen die wirklich alle auf den Buchständern drauf? Oder lagen die auch woanders rum? Orkischer Eroberer. Sieht mir aus wie ein orkischer Sklave. So. Nee. Das dachte ich, hinten ist ein Buchständer für mich. Ja. War aber nicht so. Guck mal hier oben. Hier oben war ich überhaupt noch nicht. Hier, ein Stück Kloster. Ein Stück Feuermagierkloster hier. Also von dem Feuermagierkloster hier bei Gothic 3 bin ich mehr als nur enttäuscht. Brix. Nee, hier heißt keiner Brix. Du auch nicht. Der steht immer noch hier dran. Der klebt dort anscheinend fest. Stellt sich dort irgendwelche nackten Ork-Weiber an oder so, ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung, wo der ist. Der Wüste. Wache. Bist du Brix? Nö. Alter. Existiert der überhaupt? Oder war der irgendwo? Warte mal. Brix. Bericht den Orks. Ach du Scheiße. Bringt da sein Festessen. Irgendwas, dass man hier immer das klicken muss, wenn man das runterscrollt. Laris, irgendwas war mit Laris. Goldteller für Laris. Erfolgreich. Verstehe, nichts Besonderes. Ja, Kundschafter. Orksöldnerin. Keine Ahnung. So. Ich würde mich da mal ein bisschen mit, ich würde diese Frage mal weiterreichen. Bevor ich jetzt hier, ich will nicht die ganze Folge jetzt damit verbringen, noch zu suchen nach dem Kerl. Das ist mir zu doof. So, wenn jemand den Aufenthaltsort von diesem Brix kennt, dann wäre es schön, wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet. Wäre ganz super. So,
Rüstung. Was machen wir jetzt? So, jetzt natürlich die große Preisfrage. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wir werden jetzt weitermachen. So, hier sind wir durch. Borans Druidenstein. Stimmt, das könnten wir machen. Da könnten wir den am Ende auch, welches Geschöpf ist die Quelle deiner Macht? Druidenstein, Kraft des Rippers inne. Doch leider ist er rausgestohlen worden. Ja, das Problem ist, den haben wir doch eingesackt, den Stein. Wir gehen mal nach Montera. Montera, konnten wir mit dem sprechen darüber? So, es gibt noch zwei große Anlaufstellen hier in Myrtana. Das wäre zum einen. Mann. Zum einen. Der. Sag schon. Das Gotha. Und Faring. Waren wir in beiden noch nicht. Ich weiß nicht, wie wir mit Trollen fertig werden, wegen den Trollen da unten bei Faring. Aber dort sind ja nicht nur Trolle zu machen, da haben wir noch andere Sachen zu machen. So. Aber bei Gotha, die Untoten, ja, ich weiß nicht. Ich meine, die Banditen waren leicht zu machen. Renn ich überhaupt richtig noch? Die Banditen waren leicht bei hier von Kurt, aber die Untoten, die sind eine Ecke stärker. Da habe ich Angst um meine Mana. Was kostete eigentlich der Golem erschaffen? Ein Schrein, wir hätten gerade gucken gehen, wir sind gerade am Schrein vorbeigerannt. Wenn wir einen Golem, das wäre noch was, wenn wir einen Golem mitnehmen könnten. Also irgendeine Figur, die ablenkt. Das wäre auch nicht schlecht. So, ich meine, eine Spruchrolle reicht uns nicht besonders. So, wer hat hier denn eigentlich gewohnt? Können wir Fleisch braten? Haben wir noch Fleisch? Nö, mach mal. Rohes Fleisch. 27. Ja, da können wir uns ein bisschen heilen über das Fleisch. Ja. So. Komm, lauf. Ich finde sowieso die Druidensteine, ich finde die lächerlich eigentlich. Die sind nutzlos. Habe ich noch nie benutzt, habe ich noch nie gebraucht. Wir müssen auch wieder ein bisschen durch die Wildnis farmen gehen. Ach so, ich hatte das zu Ende ausgeführt mit den Kommentar hier Bogen und so weiter. Das hatten die auch geschrieben gehabt. Lebt er hier? Nö. Ich will Bogen nicht weiter ausbauen, weil mein Ziel ist es ja, die Magie zu steigern. Der Bogen, der ist ja nur Mittel zum Zweck, bis meine Magie wirklich auch effektiv dauerhaft nutzbar ist. Oder so als Übergang praktisch, weil ich keine Stärke lernen möchte für Stärkewaffen. So, hier. Heile meine Wunden. Oh mein Gott. Ich habe deinen Druidenstein gefunden. Ja. Dank dir, Wanderer. Aber ich sehe, er ist blass und kraftlos, wenn er seine alte Macht wieder erlangen soll. Muss er wieder aufgeladen werden. Ich hätte gerne den Erzhaufen dafür. Ich habe euren Anwärter nicht gefunden. Jo. Hast du auch wirklich gesucht? Ja. Ja, verdammt. Ich habe den ganzen See von Silden nach ihm abgesucht. Hab ich das? Ich habe so ziemlich jedes Vieh dort getötet. Wenn du mich fragst, ist er einfach abgehauen. Und da ich ihn von früher kenne, sei ehrlich, du wirst ihn auch nicht sonderlich vermissen. Wie auch immer. Du hast für uns nach ihm gesucht. Das soll mir reichen. Danke. Dafür sollst du den Druidenstein des Varans auch behalten. Vielleicht benötigst du ihn noch. Verstehe. Die kennen wir von früher? Habe ich irgendwas verpasst?
Um wen ging's da überhaupt? Es ging doch nicht etwa um Lester, oder doch? Warte mal. Montera. Ach, das war's schon. Und jetzt könnten wir dich töten hier. Warte mal, ich will den Weg des Wissens. Lehre mich das höchste Wissen der Druiden. Was will ich damit? Ja. Kannst du den Druidenstein wieder aufladen? Das kann ich. Doch fehlt es mir an Zutaten. Ja, klar. Was denn sonst? Du hast mir den Stein zurückgebracht, Wanderer. Wenn du mir hilfst, ihn wieder aufzuladen, werde ich meine Kraft mit dir teilen. Ja, na dann mach doch, quatsch dich aus. Ich helfe dir bei der Suche nach Zutaten für deinen Druidenstein. Sehr gut. Ich brauche 20 Steinwurzeln. Haben wir die nicht? Sie wachsen nur an Orten großer Feuchtigkeit. Du wirst sie ausschließlich an Flussbetten finden. Viel Erfolg. Guck mal her. Hier, ich habe Steinwurzeln. Sehr gut. Jedoch brauche ich noch mehr. Benötigt. Wie viel wollt ihr da haben? 20. Wie viel wollt ihr da haben? Steinwurzeln. 20. Fehlen mir 4 Steinwurzeln. Willst du mich verarschen? Warte mal. Heile. Bring mir. Scheiße, ich dachte, der handelt jetzt mit mir. Steinwurzel einstecken? Nö. Langschwert, Waldläuferbogen. Ich glaube, die Waldläuferbogen, die brachten viel, die machten viel Schaden. Ne, Quatsch, die brachten viel Gold. Hier oben waren, glaube ich, Steinwurzeln zu finden. Und der mir hinterher geschissen hier, ihr blöden Viecher. Wie gesagt, könnten wir den eigentlich umhauen. Das Problem ist, ich glaube, hier oben waren Schattenläufer. 2 Stück, wenn ich mich recht entsinne. Kann mich natürlich auch irren. So. Wo waren die Dinger jetzt? Hase! Feiger Hasenmörder! Ja, feiger Hasenmörder. Ganze Hasenfamilie gleich ausgelöscht. Vater, Mutter, Kind. So. Das Blöde ist, die Schattenläufer, die verstecken sich hier aber auch immer so gern. So, wir brauchen noch, genau. Dich brauche ich jetzt hier. Blöde Blutfliege. Ja, setz noch nach, damit es extra Mana kostet. Ja, super. So ein Idiot. Aber die Quest werden wir nicht schaffen. Steinwurzel. So. 2, 3, einen brauchen wir noch. Ich will mich jetzt nicht extra hier mit den Schattenläufern rumplagen. Da liegt er nämlich schon. Ja. Waren hier in der Richtung noch welche zu finden? Oder da drüben vielleicht? Eine brauchen wir noch. Jetzt suchen wir wieder nach einem Ding hier oder was? Das ist doch ein Mist. Nee, hier, guck mal hier. Steinwurzel, Steinwurzel, ja, komm her hier. Halten, 10 von 20. 10 von 20 steht da. Wir haben dem aber schon welche gegeben. Wir speichern das mal. Wir gehen mal runter zu ihm. Oh, wir sitzen Nisa in der Nase. Oh, ist das ekelhaft. Ja, alles raus, dass man keine Miete zahlt, ich weiß, aber. Hat er die 16 Stück jetzt überhaupt angenommen, die wir ihm angeboten haben? Bleib auf den Wegen. Geh nicht in den Wald. No.
Der war doch hier. Ja. So. Da könnten wir den hier eigentlich dann gleich komplett auseinandernehmen, den. Aber will ich nochmal gegen den kämpfen? Hier, ich habe Steinwurzeln. Sehr gut. Jedoch brauche ich doch mehr. Sag mal, willst du mich verarschen? Was ist denn das für ein Scheiß? Ich hab doch vorhin 16 gegeben. Wisst ihr was, leck mich doch am Arsch hier. Such dein Kraut alleine. Nee, Quatsch, ich hab dem 4 gegeben, 16 haben gefehlt. So rum, ich hab dem nicht 16 gegeben, scheiße. Mein Fehler. Entschuldigung. Ja. Mal sehen, ob wir die alle noch zusammentragen hier. Das machen wir. Na super, jetzt bin ich doch hier. Scheiße, ich hab gehofft, wir sind oben noch. So, okay. Nee, dann machen wir Feierabend hier an der Stelle. Für heute. Jo. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, das ganze Ding heute hier hat euch ein bisschen gefallen. Dann Daumen nach oben, ihr wisst, wie es funktioniert. So, damit schönen Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.